Hallo Leute, seid willkommen, Remi am Start, und zwar wir sind am Questen im Spiel Runes of Magic am schwarzen Brett vom Silberfall. Dort werden wir Quests machen, beständige Rüstung, und zwar nehmen wir den Quest jetzt an und dann gehen wir mal durch, was steht drin, was haben wir vielleicht schon und so weiter. So, und zwar der Quest erstmal. Sammelt 10 Ameisenschuppen und gebt die Locken im Silberfall. Locken im Silberfall, wir sind ja im Silberfall, steht ja da. Also Locken, kein Thema, das kriegen wir hin, den zu finden. Ameisenbärenschuppen. Und zwar, der folgende Auftrag stammt von Locken im Silberfall. Ich brauche die harten Schuppen eines Ameisenbären. Wenn ihr mir helfen könnt, beschafft Ameisenbärenschuppen, benötigt 10 Ameisenbärenschuppen. Und zwar, sobald ihr Auftrag erfüllt habt, bitte sucht Locken auf. Belohnung gibt es 2256 EPs, 225 TPs, 1082 Gold. So. Und das Ganze ist gar kein Problem. 22er Quest. Wir befinden uns im Aslantal. So, da brauchen wir bloß noch unsere Ameisenbären shoppen und dann können wir da losmachen. Und zwar, ich gehe hier am besten rüber. Wir haben auch vorne eine Sorte auf der anderen Seite, aber das, die hatten es nicht gedroppt. Das dürften also nicht die passenden Ameisenbären sein. Da haben wir nämlich eine Hornschuppe von Ameisenbären. So, die Gegner sind jetzt hier nicht sehr groß, auch kein Problem. So, dann haben wir schon ein paar Stück zusammenbekommen. Das klingt doch wirklich fix. Die Eisenschwanz sollten es auch drücken. Und auf jeden Fall haben wir hier noch unsere Panzer mit dabei. Oh, die kuscheln. Die verschwinden sogar ineinander. So, aber halt mal. Könnten wir ja drauf bleiben. So, ja, auch die droppen das. Schafkrallen, Ameisenbär. Sogar eine relativ gute Dropchance, würde ich mal sagen. So, wo sind wir jetzt hier? Quest angenommen vom Silberfall. Wir sind hier einfach hier ein bisschen rüber zum See und dann die andere Seite runter und dann ist das Ganze auch schon erledigt. In 4 Minuten. Naja, mit Vorlesen hatten wir ja gar keine 4 Minuten und ich glaube 3 Teile hatten wir schon, aber noch 3 Gegner mehr wären hier kein Problem. So, damit haben wir den Quest schon erledigt. Leute, da gibt es gar nicht viel zu sagen, außer am Silberfall ist ja Kobo und den kann man natürlich dann gut gebrauchen, den Quest, wenn man die Firius-Marken für Kobo braucht. Kobo ist ja täglich und dort kann man dann mit 30 Firius-Marken eintreten. Dort trifft man allerdings dann eher auf 100er Elite-Gegner. Also, das ist natürlich jetzt keine Empfehlung für Level 20er. Aber ihr wisst schon, was ich meine. So, dann gehen wir das Ganze ab und schon sind wir durch.
Locken und Ausrüstungshändler. Die ständige Rüstung. Zack, und schon ist der Quest erledigt. Wir schon einfällt. Super. Leute, danke fürs Zuschauen. Wer möchte, kann gerne ein Like da lassen, den Kanal abonnieren. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten danke und man sieht sich, euer Remy.